wir sozusagen wie zwei Beobachtungszwillinge, wie zwei Satelliten, die die gleiche Zeit haben, können immer genau sagen, was wir erlebt haben. Wir sind beide ziemlich zeitnah geboren. Er ist in Mitteldeutschland am 7. Februar 1932 und ich am 14. Februar 1932 geboren. Und so haben wir die Zeitgeschichte parallel erlebt. Er lange Zeit im Osten, in der DDR, ich seit 1945 im Westen. Und wir können ganz genau sagen, wenn wir vom Jahr 1956 sprechen, das ist die Suezkanalkrise, oder 1962 oder 1966 oder Deutscher Herbst 1977, dann ist das einmal eine parallele Wahrnehmung, die er mit Bildern beantwortet hat, und ich mit Texten und Filmen. Sehen Sie, ich bin 13 Jahre, als der Zweite Weltkrieg endet. Auch Gerhard Richter ist 13 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Man, als 13-Jähriger sieht man sehr viel. Ja? Und zwar sehr vieles, was man nicht versteht. Ja? Und dadurch beschäftigt uns das. Und man verarbeitet als Künstler 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre nach einem Erlebnis die Dinge erst wirklich. Aber wenn Sie nehmen, er macht ein Bild an jeden Tag. Das macht er ja nach Auge. Ja? Das sind so kleine Farben in den Schwarz-Weiß, an denen man merkt, also diese Bäume haben Farbe. Das ist ihm wichtig. Ja? Und ich nehme dann von einem Tag, nehme ich das, was mir dazu als Wichtiges einfällt. Nicht das Wichtigste, das kann man gar nicht feststellen. Bei dem Buch Nachricht von ruhigen Momenten, da war das noch stärker. Da hat er Geschichten gesagt, die will ich gar nicht haben. Ja? Und als Freund sage ich dann, na gut, ich habe ja auch andere. Und hier bei Dezember hat er nicht so sehr Geschichten von mir rausgenommen, sondern sich mehr auf die Bilder konzentriert. Er hat auch, sagen wir mal, 3 Wochen lang daran geschustert und geschnitten und so weiter, da er von Literatur gar nichts hält. Das ist für ihn Beiwerk. Er mag mich als Person, aber das schneidet der wie Bilder. Ja? Also ob das ein Ende hat oder so. Ja? Auch alle Überschriften hat er weggeschnitten. Ja? Ich habe das hinterher empfunden als gut. Ja, denn das ist so eine Herausforderung. Ja? Also wenn die Texte in Not kommen, dann wehren sie sich und werden besser. Und so ist das Buch dann allmählich zusammengewachsen. Seismografen, ein guter Künstler, muss etwas von der Zeit erspüren. Das hat Gerhard Richter immer getan. Ja. Der hat, als die Attentate waren im deutschen Herbst, eine dunkle Zeit, die fast an einen Bürgerkrieg erinnerte, da hat er dann 10 Jahre später die Bilder gemalt. Weil man braucht von früheren Krisen die Erinnerung, damit man jetzige Krisen rechtzeitig erkennen kann und auch beantworten kann. Das heißt, die Kunst ist eine nicht direkt politische Tätigkeit, sie hat aber, ist sozusagen eine, formt die Sinne, mit der man überhaupt mit der Gesellschaft umgehen kann, mit einer Gegenwart umgehen kann. Der Mensch ist realistisch mit seinen Sinnen, und nicht realistisch mit seinen Hoffnungen. Und dies führt dazu, dass nur beides zusammen eine menschliche Reaktion ist. Ja? Sodass also nur Information nicht genügt, man muss auch erzählen. Erzählen heißt Verbindung von Tatsachen mit menschlichen Gefühlen.
Und beides zusammen ist etwas Wirkliches und Kommunikatives. Mhm. Und im Verhältnis zum Beispiel von einem Land, das doch von unserem auf dem Globus sehr weit entfernt ist, wie China, genügt nicht nur Nachrichten hin und her zu tauschen, ja, sondern muss auch die damit zusammenhängenden Gefühle und Wurzeln, ja, Worte haben immer eine Wurzel, ja, und die ist manchmal bei Ihnen 4000 Jahre alt, ja, und die muss man mit transferieren, und das nennt man Erzählen, und das ist das, was die Künste tun, und zwar die Literatur mit Worten und das Malen eben mit Bildern. Von ihm ist die gescheiterte Hoffnung, ein berühmtes Bild, das im Polarkreis, ja, Eisschollen zeigt. Man sieht hinten ein Schiff, das gestrandet ist, das eingekreist ist durch das Eis. Die gescheiterte Hoffnung. Er wollte nach diesem Modell, ja, dass wir beide über die Kälte, er über Bilder, die er während einer Grönlandreise gemacht hat, und ich, weil ich mich für Kälte immer schon interessiere. Ich habe einen Lehrer, der hieß Theodor W. Adorno. Und der hat mir einmal den Auftrag gegeben, ich soll über die Kälte schreiben. Das habe ich denn damals nicht gemacht. Man kann ja nicht zu jedem Zeitpunkt was schreiben. Ja? Und habe mich erinnert und habe deswegen vorgehabt, über die Kälte etwas zu machen, und zwar einen Film, während er Bilder macht. Und es wäre dann nicht ein Buch mit Texten und Bildern geworden, sondern ein Film begleitet von Bildern. Und dann ist er aber von seiner Idee abgekommen und hat gewählt Bilder aus dem Engadin, ja, aus dem Dezember, die er gerade gemacht hatte. Ja. Und ich bin bei dem Thema Kälte geblieben und habe zwei Dinge gemacht. Einmal eine Sammlung von Filmen, ja, über die Kälte, und dann Texte zu seinen Bildern für jeden Tag im Dezember. Und so ist die Zusammenarbeit zustande gekommen. Also Kälte hat in Europa, also im Deutschen, ja, die Bedeutung von Herzenskälte, ja, und von Kälte draußen, ja, wenn ich friere. Und ist deswegen ein elementares Verhältnis. Ja. Ich glaube, dass unsere Vorfahren, ja, durch die Herausforderung der Kälte, ja, Eigenschaften entwickelt haben, die sie sonst nie gehabt hätten. Ja? Sie haben in der Eiszeit, ja, sich durchgesetzt. Und das ist sozusagen ein Härtetest, der ein Stück menschliche Zivilisation, zum Beispiel Gemeinwesen, herausgeführt, gefordert hat. Dieser Punkt, ja, der hat dann dazu geführt, dass genau da, wo Not ist, ja, starke Gesellschaften entstanden sind, historisch. Und das ist dann der Luxus von uns heute, dass wir aus diesen Vorräten der menschlichen Evolution noch immer leben. Gewiss, ja, ich meine, eine Natur wie im Engadin, sagt man, ist etwa die gleiche Natur, wie sie in den Eiszeiten auf der Erdkugel bestanden. Da muss man sich nicht große Eismassen überall vorstellen, ja, aber es ist so kalt und wie in diesem Hochtal, ja, so etwa wie im Himalaya oder eben im Engadin. Das heißt, wir sind in der Hinsicht Naturwesen, ja, so digital unsere Welt sein mag. Ja. Und das ist sozusagen eine Form der Bodenhaftung, ist die Natur. Ja. Und eine Form der Bearbeitung, ja, ist die zweite Natur. Ja. Jetzt saß er in der Stadt, und so wie man nach einer Ernte nochmal das Korn holt, das verloren ging, ja, am Acker, ja, so haben sie jetzt die Drähte, Kupferdrähte, die überflüssig waren, auseinandergenommen, ja,
nicht? Schön sortiert und abends an den Händler verkauft. Ja? Das ist also in der zweiten Natur, haben sie geerntet. Ja? Es ist genau, es ist nicht der Boden, auf dem man Korn oder Reis entwickelt, ja? Sondern der industrielle Boden, ja? der auf dem man sozusagen sehr schöne, interessante Altmaterialien ja, findet, ja? Die man noch einmal verwerten kann. Ja? Und diese zweite Natur, die gehört zur Natur heute zu. Ja? Und es gibt wahrscheinlich auch irgendwann eine dritte, ja? Das wäre die voll digitalisierte, ja? Die aber niemals die ganze Natur sein kann. Es liegt doch nahe. Ja? Gucken Sie, Gerhard Richter und ich, ja, liegen im Bauch unserer Mütter. Ja? Und in diesem Moment, ja, im Dezember, ja, also 2 Monate knapp, ja, bevor wir geboren sind, ja, ist es, entsteht wahrhaftig, authentisch diese Geschichte, ja, dass Goebbels, der spätere Propagandaminister von Hitler, der heiratet. In Mecklenburg, das liegt nördlich von Berlin und es ist im tiefen Winter, die Straßen sind vereist. Nach der Hochzeitsfeier sind die Chauffeure alle besoffen. Und jetzt ein solcher betrunkener Chauffeur versucht auf eisglatter Straße mit einem schweren Auto den Wagen von Hitler zu überholen. Und es ist sozusagen eigentlich vorherzusehen, dass es einen tödlichen Unfall gibt. Ja? Wenn diese schweren Wagen, das ist ja wie Panzer. Ja, nicht. Und um 30 Zentimeter ja, hat der Teufel da seinen Finger zwischen. Und sonst wären Gerhard Richter und ich ohne Hitler geboren worden. Das wäre ein anderes Leben. Ja. Das heißt also auch auf unsere Mutterleib, der unserer Mütter, hat die Politik ja, eine Wirkung. Ja. Man muss das sehen. Ja. Wir sind nicht Herr des Politischen. Ja. Denn wie sollte ein Säugling zum Beispiel gegen Hitler kämpfen? Und er hat alle Verbindungen zwischen den Bildern und den Texten ja, verboten. Ja? Ich hatte ursprünglich, wenn meinetwegen ein Hund von ihm zu sehen ist, ja, sein Hund, eine Geschichte von einem Hund von uns dagegen gestellt. Ja? Das wollte er nicht. Ja? Er sagt, die Verbindung muss der Leser oder der Leser setzen. Ja? Man muss die Autonomie des Lesers wahren. Und das ist richtig. Man darf den Leser nicht führen. Und die Bilder sprechen nicht in Worten. Ja? Er ist ja kein Sprecher, er ist ein Maler. Ja? Und da ist er streng drin. Ja? Ich würde das von den Texten her nicht wiederholen. Ich bin froh, wenn da ein Bild zwischen ist. Ja? Das macht die Geschichte nur besser. Ja? Aber er sagt, Texte machen Bilder nicht besser. Ja? Und das ist einfach zwei Sprachen. Ja? Und Sprachen ringen ja miteinander. Ja? Es ist also ein zweisprachiges Buch. Es ist eine gewisse Polyphonie darin. Und die wird wirksamer nach seiner Weisung. Da finde ich das richtig. Ja? Und mir macht das nichts aus. Ich habe so viele Geschichten, verstehen Sie? Ja? Und es sind auch so viele Geschichten notwendig zu erzählen. Ja? Dass, wenn da eine beschnitten wird, ja, wächst eine andere danach. Es ist eine Lust, Cross-Mapping zu betreiben, also zwei Texte zu lesen, ja, die übereinander liegen und nicht zusammenpassen. Im Dada,
der großen Kunstbewegung, ja, gab es einen Satz: Mit der Straße von Groß-London den Harz durchwandern. Dann werden Sie todsicher in einer Schlucht Ihren Arm brechen. Und das merken Sie sich. Erfahrungen machen Sie nur mit Crossmapping, sagten die. Ja? Nicht? Da muss man erklären, der Harz, das ist ein wildes Gebirge in Deutschland, ja, dass Sie mit einem Straßenkarte von Groß-London bestimmt nicht, das ist keine Orientierung. Ja. Aber die Differenz zweier Orientierungen, ja, wirft Fragen auf. Ja. Und plötzlich können Sie antworten. Das heißt, Sie können, wenn Sie etwas nicht Zusammenhängendes zusammenfügen, kriegen Sie eine wohltuende ästhetische Differenz. Und in der Differenz steckt die Erfahrung des Lesers. Ich habe mir sehr viel versprochen vom Netz, ja, und war sehr optimistisch und finde jetzt schon, dass man Korrekturen im Grunde machen muss. Man sagt, in Chips ist ja Silizium, ja, und wenn zu viel Silizium da ist, nennt man das Wüste. Diese Wüste Sahara ist auch Silizium. Dann braucht man Oasen. Dann kann man in der Wüste leben. Die Wüste hat viel Leben, ja. Aber die Wüste selbst ist unfruchtbar und bleibt es auch. Und diese Kürzung, ja, Sie können alles in einem Satz sagen, ja, aber nicht das Wesentliche. Und ich glaube, dass man antworten kann, poetisch, ja, mit dem konstellativen Erzählen. Wir brauchen konstellatives Erzählen. In dem Wort konstellativ stecken Sterne, Himmelskörper. Und die werden durch Gravitation zusammengehalten. Und das heißt also, wenn Sie gewissermaßen thematisch erzählen und das so erzählen, dass es auf Menschen passt, denn die Gravitation wird bei Kommunikation durch die Menschen, die Rezeptoren, ja, und die Erzähler, ja, gleichzeitig hergestellt. Ich glaube, dass denen das ja fremd vorkommt zunächst, nicht? Wenn ich mir jetzt umgekehrt vorstelle, ich lese ein chinesisches Märchen, ja? Oder sehe eine Inhaltsangabe einer chinesischen Oper, ja? Dann würde mich ja gerade interessieren, dass das fremd ist, ja? Nicht? Und zwar meist ist derjenige, der es unbefangen sieht, mit dem fremden Auge, ja, der also unsere Sachen, ja, mit seinem Auge sieht, ja, der bessere Rezipient, ja, als derjenige, der mit viel Vorerfahrung und in Kenntnis Bilder von Richter sind 2 Millionen bis 20 Millionen Euro wert, ja, nicht? Und Kluge hat schon Abschied von gestern Filme gemacht und so weiter in den 60er Jahren. Das hilft ja keinem. Ja, also ich glaube, dass es universal passt, ja, und dass Sprachmangel, ja, nicht schadet. Die Idee, dass man immer alles verstehen muss, ja, ist nicht erforderlich. Sie verstehen doch auch, wenn Sie eine Ameise angucken, nicht, was die tut. Ja. Und insofern sollte man sich da frei fühlen, ja, Lücken lassen. Ja. Und ich meine, diese Differenz ist doch instruktiv. Ja. Und also das heißt, die Neugier für was Fremdes, ja, gehört zu den Künsten von Anfang an.